Was ist eigentlich Bio? Diese Frage stellen sich viele Menschen. Und sie ist berechtigt. Denn wer weiß schon genau, wofür Bio eigentlich steht? Was muss erfüllt sein, damit man Produkte als Bio kennzeichnen darf? Wir haben uns für euch umgehört und Experten gefragt. Denn wer könnte besser erklären, was Bio ist, als jemand, der Bio macht? Regelt es im Endeffekt genau, was für Mittel darf man einsetzen, zum Beispiel auch, wie viel Platz brauchen Tiere im Biobereich, haben sie mehr Platz quasi. Es ist auch geregelt, was für Tierschutzmaßnahmen man ergreifen darf. Man darf zum Beispiel nicht Schnäbel kürzen bei den Hühnern oder Schwanz kopieren bei den Schweinen. Genauso bei den Rindern einfach mehr Platz, mehr Auslauf, einiges mehr als bei anderen Betriebsorten. Ne? Auch in der Wissenschaft hat man einiges zum Thema Bio zu sagen. Professor Vogel von der Universität für Bodenkultur in Wien erklärt die Hintergründe. Ich erinnere mich gut an meine ersten Kontakte mit Biobauern und Biobäuerinnen in den 80er Jahren, die immer dieses Wort Kreislaufwirtschaft verwendet haben. Wir meinen zum Beispiel mit Kreislaufwirtschaft, dass auf einem milchviehhaltenden Betrieb Futtermittel angebaut werden, die Reststoffe, zum Beispiel der Milst, die Gülle am Betrieb bleiben, im Kreislauf geführt werden und zum Beispiel als Düngemittel verwendet werden. Kreislaufwirtschaft bedeutet, nach Möglichkeit nicht abhängig zu sein von vielen Betriebsmitteln, die ich zukaufe, die organischen Rückstände am Betrieb zu belassen und als Düngemittel, als Rohstoff wiederum zum Aufbau der Bodenfruchtbarkeit zu verwenden. Fassen wir zusammen. Die Tiere fressen das Gras und Getreide, Menschen können die tierischen Produkte nützen, die Gülle und der Mist werden nicht entsorgt, sondern kommen mit Kompost und Pflanzenresten als natürliche Düngemittel zurück aufs Feld. Dort nähren sie wiederum die Pflanzen, die als pflanzliche Lebensmittel für die Menschen genutzt werden und den Tieren in Form von Futter zugutekommen. Somit schließt sich der Kreis.